So, folgende Situation. Ich bin am Spital Thusis, weil meine Frau, eine Tasche übergeben und ich bin genötigt worden. Und jetzt dort die Spitalleitung dort jetzt der Polizei anrufen, weil ich habe drei persönliche Sachen, die meiner Frau persönlich übergeben will. Das ist eine verdammte hohe Sauerei, was da läuft. Die haben keine Rechtsgrundlage, überhaupt nichts. Und dann wollten sie mir noch einen Test anbieten, den ich glaube auch noch muss zahlen selber, oder? Also das kann es natürlich nicht sein. Ich bleibe dran. Wir tun jetzt alles aufnehmen. Was da momentan abgeht in der Schweiz, ist zum Kotzen. Also ich sage nicht nur in der Schweiz. Auf der ganzen Welt eigentlich. Wegen dem verdammten, verlockten, hohen Schweinhut. Da war der verdammte Verrückte. Das ist ja nicht normal, so etwas, ehrlich. Jetzt warte ich, bis die Polizei kommt. Und mal schauen. Mit grosser Wahrscheinlichkeit werden wir verhaften oder was, dann machen wir eine grosse Geschichte aus. Das verspreche ich euch. Die hohen Krüppel haben das Gefühl, sie können mit uns machen, was wollen. Die verdammten hohen Sau. Sie müssen kein Foto machen von mir? Ich mache noch Video. Also, hast du es mitbekommen? Können Sie mir sagen, in welchem Zimmer Frau Wähler ist? Nein, kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Und Stuben? Danke, tschüss. Sie dürfen hier einfach filmen im Fall. Wohl, ich darf filmen, einfach nicht ausstrahlen. Ich darf es filmen, wissen Sie. Haben Sie ein Problem? Ich habe kein Problem, aber Sie anscheinend. Nein, ich habe kein Problem. Ah, eben dann. Ich mache nur das, was Sie machen. Das interessiert mich nicht, was Sie machen. Sie haben keine gesetzliche Grundlage, um mich erstens aufhalten hier. Weil ich bin ein freier Schweizer. Wollt Sie haben gesagt, Sie müssen, ich muss hier warten. Und das ist der Auftrag von Ihnen. Ja, das hat mit mir Auftrag überhaupt nichts zu tun. Mir geht es um die gesetzliche Grundlage. So. Jetzt können Sie mir Ihren Namen sagen, bitte. Nein. Name, Vorname, Funktion, nein, bitte. Nein, bin ich auch nicht verpflichtet. Sie auch nicht. Wohl? Nein. Sie sind verpflichtet, nein. Sie sind nicht quasi eine Amtsperson, oder? Ich bin keine Amtsperson. Keine Amtsperson. Gut. Tschüss. Danke vielmals. Ja, was Brot, Doc. Grüezi, Ol. Guten Tag miteinander, grüezi. Haben Sie einen Ausweis da? Nein. Haben Sie einen Ausweis da? Ja, kann ich Ihnen zeigen, Polizei-Ausweis. Ja. Wenn Sie mir den zeigen, dann zeige ich Ihnen meinen auch. Hallo, mein Schatz. Hallo, mein Schatz. Sie verbieten mir, dich zu besuchen und dir meine Tasche zu übergeben. Okay. Was sagst du dazu? Was sagst du dazu? Gestern Abend sind wir notfallmäßig ohne Zertifikat, ja. Ohne Maske doch, aber ohne sind wir reingekommen. Und heute, wenn ich dir etwas muss übergeben, ist das verboten. Ja, was sagst du dazu? Was machst du das? Ha? Ja, das ist. Was sagen die dazu? Habt ihr überhaupt eine gesetzliche Grundlage, um mich nötigen? Jetzt soll ich Ihnen. Soll ich Ihnen. Ja, das ist gut, okay. Ja, danke. Jetzt sollen Sie mir den Ausweis bitte erzählen. Ja, den habe ich so, ja. Zu Ihnen. Haben, ja. Haben Sie wirklich eine gesetzliche Grundlage? Für was? Und ja, dass ich Ihnen schon gefragt. Nein, nicht wegen Kontrollieren. Wegen das Zertifikat, das ist ja eure Sache. Aber ihr habt keine rechtliche Grundlage, um mich nötigen. Das der Bundesrat, ist, hat das Gesetz erlassen. Bundesrat, was der sagt, interessiert ja, doch mich nicht. Das, sind ja das ist kein Sie Gesetz. Ja, wo haben Sie das Gesetz? Zeigen Sie mir das. Das wissen Sie, dass es gibt. Wir nein, es gibt eben kein Gesetz. Was ist das Problem, Herr Bell? Das Problem ist, dass Sie überhaupt etwas ausführen oder hin und vorne nicht informiert sind. Es gibt keine gesetzliche Grundlage. Das Virus ist noch nie nachgewiesen worden. In Spanien haben sie bis zum 6. Das müssen wir jetzt noch nicht diskutieren. Ja, aber das ist eben wichtig zum Wissen. Das sollten Sie als Beamte auch wissen, oder? Ja. Das ist sehr wichtig.